Tja, Freunde, hallo erstmal zusammen. Heute bin ich mal alleine hier und das, weil ich euch möglichst noch vor Weihnachten, denn dann ist es ja zu spät, noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben wollte. Wie? Was für Tipps? Aber Freunde, seid doch nicht so ungeduldig, dazu wollte ich doch gerade kommen. Also, die Tipps, die ich dafür euch habe, betreffen die Dinge, die ihr unbedingt in allernächster Zeit noch beherzigen solltet. In allernächster Zeit heißt vor dem 10. Dezember diesen Jahres. Ihr wisst schon, wegen dem Weltuntergang und all dem Gedöns. Also, wenn die Welt untergeht, dann solltet ihr das unbedingt nutzen, schnell noch ein paar Sachen zu erledigen, die wirklich wichtig sind für euch. Da mir die Situation der abhängigen Beschäftigung ja schon irgendwie geläufig ist, lautet mein erster Rat also folgendermaßen. Sagt eurem Chef zum ersten Mal in eurem Leben, was ihr wirklich von ihm haltet und spart nicht mit verbaler Ausdruckskraft. Hier geht es nicht um konstruktive Kritik, hier geht es um Rache in letzter Minute, also legt euch da ruhig ins Zeug. Dass ihr bei der Gelegenheit auch gleich all euren Resturlaub verbraten solltet, muss ich ja wohl nicht extra betonen, oder? Mein Weltuntergangstipp Nummer 2. Ihr spart euer Geld auf der Bank? Ich habe eine gute Nachricht für euch, Freunde. Das Ersparte wird den Tag X so wenig überleben wie ihr, also ran an den Speck. Plündert all eure Konten bis ans Limit und wer kreditwürdig ist, sollte ruhig noch einen großzügigen Kredit aufnehmen. Glaubt mir, es geht sich einfach stilvoller unter, wenn man ein bisschen Kohle übrig hat. Und wer will schon in Bielefeld bei schlechtem Wetter sterben, statt auf den Malediven? Zumal es Bielefeld ja gar nicht gibt, aber das ist eine andere Verschwörung. Mein Weltuntergangstipp Nummer 3. Ihr habt ein wohlwollendes Auge auf die süße kleine Nachbarin geworfen, euch aber nie getraut, sie anzugraben, weil sie 30 Jahre jünger und ihr verheiratet seid? Aber Freunde, ihr habt kaum noch 2 Wochen Zeit, die letzten Tage zu genießen. Also ran an den Hobel und Süßholz geraspelt, was das Zeug hält. So erfahrt ihr, mit ein bisschen Glück, wieder, was ihr in den letzten Jahrzehnten alles vergessen habt. Wenn ihr vorher den 2. Tipp ausgiebig beherzigt habt, werdet ihr eh feststellen, dass 30 Jahre gar nichts sind, wenn sie denn mit einigen Tausenden relativiert werden. So kommen wir zu meinem Weltuntergangstipp Nummer 4. Auch wenn der Flug auf die Malediven bereits gebucht ist, solltet ihr auf gar keinen Fall vergessen, vorher noch ein flottes Auto anzuschaffen. Ihr habt, der Umwelt zuliebe, einen Hybridwagen gefahren und doch immer den Sound eures alten Camaro vermisst? Scheiß auf die Umwelt, die geht eh unter, schon vergessen? Also ab zum Exotenhändler und einen Original Camaro, Baujahr 76, finanziert. Die ausgiebige Beherzigung von Tipp Nummer 2 lässt für den Rest eurer Tage auch die 30 Liter beiläufig erscheinen, den dieses Baby auf 100 Kilometer verbraucht. Mein Weltuntergangstipp Nummer 5. Ihr habt schon Weihnachtsgeschenke eingekauft? Blöde Entscheidung. Warum? Na aber, Freunde, die Welt geht unter. Alles klar? Doch ihr könnt den Schaden begrenzen. Verschenkt wahllos alles an jeden, der euch so begegnet und macht ein paar Ahnungslose, die die grüne Pille nicht genommen haben, die letzten traurigen Tage leichter. Eigentlich ist das ja nutzlos, denn die haben euch ja vorher auch nicht geglaubt. Aber so könnt ihr selbst dem Weltuntergang noch eine moralisch wertvolle Note verleihen. Nicht, dass das viel nützen würde. Mein Weltuntergangstipp Nummer 6. Ihr freut euch Jahr für Jahr auf Silvester und kommt stets mit mindestens 2 Einkaufswagen an, wenn der Feuerwerksverkauf beginnt, nur weil euch die Knallerei so gefällt? Das könnt ihr euch schenken, denn 2012 fällt Silvester ebenso aus wie Weihnachten. Die Kohle, die ihr dabei einspart, gebt ihr besser für Koks und Nutten aus. Das kommt einem Feuerwerk schon recht nahe und geht schneller. Aber Vorsicht, lasst euch weder vom Koks noch von den Nutten von eurem Ziel abbringen. Ich habe da nämlich noch ein paar weitere Tipps, was ihr unbedingt auch noch machen solltet, bevor die Welt untergeht. Da ist dann zum Beispiel mein Weltuntergangstipp Nummer 7. Habt ihr auch so einen kleinwagenfahrenden Nachbarn, der es immer wieder zuverlässig schafft, mit seinem Elefantenrollschuh locker den Platz von 3 Stadtpanzern des Typs Hammer zu belegen? Wenn ihr, um die Chromstoßstangen vor Abrieb zu schützen, den vorher erwähnten Camaro gleich mit RAM-Vorbau bestellt, habt ihr nun die Gelegenheit, einen gründlichen Crashtest durchzuführen. Aber Achtung, auch wenn die Welt untergeht, seid ihr vorher dennoch euren Freunden verpflichtet. Also solltet ihr vor dem Crashtest eine oder besser mehrere Kameras um den Testort herum aufbauen. Das seid ihr euren Freunden auf YouTube, die lieber Action als anspruchsvolle Unterhaltung haben wollen, einfach schuldig. Für einen Kleinwagen lohnt sich der Aufwand nicht, meint ihr? Freunde, ihr habt doch nicht nur einen Nachbarn, oder? Kommen wir weiter zu meinem Weltuntergangstipp Nummer 8. Eine umsichtige Konservenplanung ist absolut überlebensnotwendig. Wenn ihr euch noch nicht bevorratet habt, wird es höchste Zeit, noch heute damit zu beginnen, bevor sich der Otto-Normalverbraucher über die wertvollen Überlebensvorräte hermacht. Zwar wird es euch nicht sehr viel nützen, wenn ihr auf den Malediven seid, und abgesehen davon, die Welt geht unter, schon wieder vergessen? Aber es gibt euch das Gefühl, alles getan zu haben, was ihr tun konntet, und sei es auch der größte Blödsinn. Der Weltuntergangstipp Nummer 9.
Ihr habt mir bis hierher zugehört und euch dennoch entschlossen, die heimische Scholle zu verteidigen? Freunde, die Welt geht unter. Schon vergessen? Investiert lieber in ein Stück zukunftssicheres Ackerland für danach. Interessierte können mich gerne anschreiben und ich werde euch gegen Überweisung einer geringen Bearbeitungsgebühr von nur 9.999 Euro eine Parzelle auf Nibiru in das Grundbuch eintragen lassen. Achtung, ihr zieht Planet X oder Nemesis vor? Auch das ist kein Problem. Gegen eine Vermittlungsgebühr von lächerlichen 999 Euro vermittle ich euch gerne an den alten Poeten, welcher diese Ländereien verwaltet. Bitte beachtet, diese Angebote gelten nur, solange der Vorrat reicht, also rein in die Puschen. Und nun der 10. und letzte Weltuntergangstipp. Selbst 5 Minuten vor dem Weltuntergang solltet ihr euren Humor nicht verlieren und den Wunsch, euer Leben zu genießen, euch nicht von falschen Propheten aus der Hand nehmen lassen. Timeo danaos et dona ferentes, sagt ein ziemlich altes Sprichwort, und das solltet ihr jedem entgegenbringen, der euch einen exklusiven Platz, natürlich gegen einen bescheidenen Unkostenbeitrag, verkaufen will, der euch vor dem Untergang rettet. Die Welt wird untergehen, schon vergessen? Der Reptiloidenlandeplatz in Südfrankreich wird euch davor auch nicht retten. Und Hand aufs Herz, wenn ihr all meine Tipps richtig beherzigt habt, wozu zur Hölle solltet ihr dann den Weltuntergang noch überleben wollen, hä? Und tschüss.